Dankeschön. Ciao. So, hallo und herzlich willkommen. Ich darf heute wieder eine Sendung machen, deswegen erstmal herzlichen Dank an Cheat, der mir das ermöglicht, mich hier zeigen zu dürfen und euch es ermöglicht, mich sehen zu dürfen. Möchte ich gleich mal die Leute aus dem Chat begrüßen, die da schon schreiben. Hallo Andrea, hallo Sarah, hallo Manu. Und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle anderen, die sich noch nicht im Chat gezeigt haben. Das Thema heute ist die Freiheit zu lieben. Ich würde gern die Sendung beginnen mit einer kleinen Atemübung. Mache ich für mich. Dürft ihr natürlich auch gerne mitmachen. Ich lade euch recht herzlich dazu ein. Funktioniert folgendermaßen. Ich atme ganz bewusst und versuche während dem Atmen zu sprechen. Ich nehme dafür ganz einfach das Thema, also die Freiheit zu lieben und um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, die Freiheit zu atmen. So, wie mit allen Dingen, wenn man es ein paar Mal macht, geht es eigentlich ganz leicht. Die Freiheit zu lieben. Die Freiheit zu atmen. 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 Gut, okay. So, zum Thema. Die Freiheit zu lieben. Also bin ich gemeinsam mit dem G drauf gekommen und ich finde es ein wunderschönes Thema. Ich glaube, es steckt unglaublich viel Interessantes dahinter. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Moment nutzen, um mich ganz bewusst mit euch, lieben Zusehenden, einfach mich zu verbinden in meiner Liebe. Ich würde euch bitten, euch da einfach dafür zu öffnen, wenn euch danach ist. Dann fällt es allen einfach ein bisschen leichter. So, ich nehme jetzt einfach meinen Moment. Wunderschön. Spürt gleich, wie ganz viel zurückkommt. Ich danke euch herzlich. So, jetzt das Thema, die Freiheit zu lieben. Freiheit, was ist Freiheit? Viele fangen an, vielleicht Freiheit über die Möglichkeiten, allein schon von der Örtlichkeit, das darüber zu definieren. Beispielsweise ein Gefangener, dem wurde die Freiheit entzogen, sagt man auch im Volksmund. Ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Freiheit ist für mich mehr das, was man einfach mit seinem Wesen an sich anstellt. Weniger das, was man tatsächlich im Außen tun kann, sondern mehr das, was im Innen passiert. Diese Freiheit, um diese Freiheit geht es mir. Und diese Freiheit darf sich natürlich jeder nehmen. Ich nehme sie mir so viel es geht, die Freiheit zu lieben. Zu lieben, was liebe ich? Ich versuche einfach möglichst alles zu lieben. Diese Freiheit nehme ich mir ganz bewusst. Und auch Dinge, die mir eher, ja, die ich vielleicht nicht so direkt von mir aus sagen würde, so ja, liebe ich, kann ich total damit, bin ich völlig zufrieden mit allem, so wie es ist, ob das jetzt ein Mensch oder eine Situation ist, völlig egal.
Man stößt immer im Leben auf irgendwas, was einem hier diese Stirnfalten, bei manchen mag sich das auch anders ausdrücken, was auch immer beschert, aber genau diese Dinge sind für mich besonders interessant und wichtig, eben auch mit in diese Liebe einzubeziehen. Also ich nehme auch die Freiheit raus, irgendein Blödsinn zu lieben, der mir eigentlich gar nicht, also überhaupt nicht meiner eigenen Natur entspricht oder entgegenkommt. Gerade diese Dinge versuche ich ganz bewusst auch in die Liebe mit einzubeziehen, macht es für alle leichter. Also ihr tut euch damit einen Gefallen, ich tue mir damit einen Gefallen, also ich kann seitdem mit ganz vielen Situationen einfach viel besser umgehen. Ja, vielleicht so viel erstmal zum Thema an sich. Freiheit zu lieben. Ja, wo nehme ich mir die Freiheit zu lieben? Ich versuche sie mir in jedem Moment zu nehmen. Und wenn ich mir die Freiheit nehme zu lieben und ich alles lieb, alle Situationen, alle Menschen, alle Dinge einfach beliebe, mit meiner Liebe umhülle, eindecke, fülle, wie auch immer man das ausdrücken mag, mich einfach dafür öffne und sie fließen lasse, habe ich für mich feststellen dürfen, dann kommt auch Liebe zurück und es löst irgendwelche beispielsweise negativen Gedanken, die einen irgendwie in die Unruhe bringen oder einen zu Verzweiflung drängen. Die werden einfach ganz schnell und leicht aufgelöst, selbst wenn man seinen größten, ich nenne es jetzt mal Feind oder irgendwas Schlimmes, was man in den Nachrichten sieht, wenn ich das einfach auch anfange zu lieben, mir die Freiheit nehme, selbst so etwas zu lieben, löse ich in mir viel und kann mit Sicherheit auch bei der Situation, den Umständen oder den Personen, um die es sich da dreht, etwas bewirken. So weit meine Erfahrung. Ja, dann die Freiheit zu lieben. Die Freiheit zu lieben. Was liebt man? Ich denke, viele haben ihre ganz eigenen persönlichen Beispiele. Mir fällt es beispielsweise ganz besonders leicht. Da muss ich mich nicht bewusst drauf einlassen. Bei Kindern, kleine Kinder, unbedarft, unvoreingenommen, völlig frei von irgendwelchen Zwängen oder Programmierungen vom Außen, die einfach so sind, wie sie sind und das sehr offensichtlich. Solche Wesen machen es mir beispielsweise unglaublich leicht, einfach meine Liebe direkt fließen zu lassen. Wenn ich diese Liebe fließen lasse zu den Kindern, dann ja, kommt die Liebe natürlich auch gleich wieder zurück und man merkt es auch einfach an der Situation an sich, wie wunderschön sich das entwickeln kann, wenn einfach die Liebe präsent ist, wenn man sich die Freiheit nimmt, das zu lieben, was einem zusagt. Und auch wenn irgendwas Blödes passiert oder ein Kind dabei ist, das vielleicht nicht der pure Sonnenschein ist, dann nehme ich mir die Freiheit trotzdem, wenn nicht sogar erst recht, und hülle es auch in meine Liebe ein, lass meine Liebe einfach frei fließen. Das macht es für mich leichter. Und ja, was heißt leichter? Leichter ist eigentlich nicht das richtige Wort für so eine Situation. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Und ja, es schenkt mir letztendlich eben auch die totale Freiheit. Unabhängig davon, auch wenn ich jetzt eingesperrt wäre. Ich meine, ich könnte meine Liebe trotzdem auf alle Wesen, alle Dinge ausbreiten und würde dadurch eben genau diese Freiheit erfahren, die vielleicht nicht jeder in jedem Moment so offensichtlich hat. Der sagt so, ja, Freiheit, Freiheit. Wer will mir was von Freiheit erzählen? Mein Leben besteht nur aus Pflichten und Rechte, habe ich eh kaum. Und wenn, dann ist es mehr eine Last für mich. Ich muss meine Frau, meine Kinder über die Runden bringen und mich noch mit dazu. Dann gibt es noch die Opa und den Oma und oh, der Nachbar will auch nur was. Ich habe keine Freiheit. Doch, ich finde schon, erstens hat man sich die Situation, in denen man steckt, selber geschaffen. Und zweitens kann man sich die Freiheit aus dem Innen heraus jederzeit an jedem Ort nehmen. Einfach sich selbst diese Freiheit nehmen, zu lieben.
ich habe natürlich auch, wie schon erwähnt, angefangen mit den Dingen, die bei denen es mir einfach leichter fällt, meine Liebe direkt fließen zu lassen. Trotzdem nehme ich mir die Freiheit raus, auch alle anderen Dinge zu lieben, bei denen es mir am Anfang nicht so leicht gefallen ist. Mittlerweile kann ich sagen, darf ich sagen, es fällt mir sehr leicht, meine Liebe auf alles und jeden auszudehnen, einfach fließen zu lassen. Ich nehme mir die Freiheit und ich fühle mich unglaublich wohl in dieser Freiheit, einfach alles und jeden zu lieben. Bei mir war es bei den ersten Malen, als ich das wirklich ganz bewusst gemacht habe, auch der Fall, dass ich nahezu in so einen ekstatischen Zustand geraten bin. Also, ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt es jemand, ich kriege dann ganz gern so eine leichte Kopfhaut, Gänsehaut. Es ist einfach ein schönes, unglaublich schönes Gefühl und ich denke, dadurch kann man auch ganz viel. Also bei mir hat es ganz viel mit meinem eigenen Bewusstsein über die Welt an sich einfach gelöst. Ich hatte lange mit mir auch zu kämpfen, eben ich habe mir diese Freiheit nicht schon immer genommen. Diese Freiheit habe ich mir quasi auch erstmal suchen müssen, um dass ich sie für mich erkannt habe, dass die Freiheit einfach in mir steckt und ich sie mir nehmen kann. Ja, und dann mit dieser neu gewonnenen Freiheit und der Liebe auf alles und jeden fängt ganz vieles an, einfach leicht zu werden. Es wird alles stimmiger. Kann ich euch zumindest aus meinen Erfahrungen berichten. Es war vorher schwierig, einfach zu akzeptieren, was in der Welt passiert, was in meinem direkten Umfeld passiert, selbst auch Familie, Freunde, auf der Arbeit, überall, ganz egal. Es war oft schwierig zu verstehen, warum ist so viel Wut, Hass, Negativität oder wie auch immer man es beschreiben will, vorhanden. Es war einfach, ja, nicht leicht damit klarzukommen, so einem bewusst werden zu lassen, sich selbst bewusst werden zu lassen, wo kommt das überhaupt alles her? Oder sind die Dinge, die Menschen, die Umstände einfach so schlecht? Also ich durfte für mich feststellen, nein, sind sie nicht. Grundsätzlich kann ich die Liebe, den tiefen Kern in jedem und allem wahrnehmen. Ist bloß die Frage, wie gut versteckt hat er sich. Naja, von mir kann sich mittlerweile niemand mehr direkt verstecken. Ich nehme es überall wahr, was es mir natürlich auch leicht macht, diese Freiheit zu nutzen und alles zu lieben. Ja, warum? Wie bin ich drauf gekommen? Ja, es war einfach ein Schritt, mich A, mit der Welt an sich, den Umständen und den Bewohnern, den Lebewesen, den Wesen, den Menschen, allem, was da so ist, auszusöhnen, um eben diese Freiheit zu erlangen. Letztendlich habe ich durchs Lieben diese Freiheit erlangt, wird mir gerade so klar. Trotz alledem kann man sich die Freiheit in jedem Moment einfach selber selbstbestimmt nehmen. Ich meine, es kann euch keiner verbieten, irgendwen zu lieben. Selbst wenn euch jetzt die Polizei sofort aus eurem Zimmer reißt und in eine Zelle reinsperrt, dann kann euch dieser reizende Beamte trotzdem nicht die Freiheit nehmen, ihn einfach zu lieben. Und ja, man wird sehen, was in einem passiert und was mit beispielsweise diesem besagten Beamten passiert. Jetzt schaue ich mal ganz kurz in den Chat, ob da irgendwas Interessantes für mich steht. Ich grüße natürlich alle, die da schreiben. Und auch in der kleinsten Zelle kannst du frei sein. Ganz genau, ja. Ist vielleicht ein ganz einfaches, sinnbildliches Beispiel. Es gibt natürlich noch ganz viel mehr Momente. Ja, ich kann zum Beispiel auch einfach ein Umstand an sich
nehme ich mir auch die Freiheit raus, den zu lieben. Beispielsweise so die Zeit vor der Sendung. Natürlich ist man da auch irgendwie nervös oder aufgewühlt, kriegt schwitzige Hände oder sonst noch was. Nehme ich mir selbst da die Freiheit, einfach diese Nervosität zu lieben. Zum Beispiel. Auch das kann ich lieben. Ich nehme mir einfach die Freiheit. Ja, und was mir jetzt im Moment klar wird, was vielleicht auch bei all der Freiheit zur Liebe, die Freiheit zu lieben, nicht auf der Strecke bleiben sollte, einfach auch die Eigenliebe. Also ich werde mir jetzt mal ganz bewusst auch die Freiheit nehmen, einfach mich in meinem Wesen zu lieben, mich mit Liebe zu füllen, mich mit meiner Liebe zu füllen. Lade euch auch hier wieder ein, da einfach mitzumachen, wenn euch danach ist. Ich gönne mir jetzt einfach mal den Moment. Schön. Sollte ich vielleicht öfters tun. Ja, nee, mir kam es gerade so bei all der Freiheit und Liebe zu allem und jedem, vergisst man oft sich selbst. Ich könnte mir vorstellen, es geht dem einen oder anderen von euch vielleicht ähnlich. Dieses, ja, ich mag das Wort eigentlich nicht und die Umschreibung, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem mal, dieses Helfersyndrom, dieses. Ja, ich denke, die meisten, die jetzt zusehen, die haben einfach auch schon lang gesehen für sich und verstanden, dass alles in der Welt und um einen herum vielleicht nicht ganz so optimal läuft in manchen Momenten und dadurch den Drang in sich innerlich entwickelt für eine Veränderung. Und jeder hat so seinen eigenen Weg, wie er das beginnt und auch seine eigenen Qualitäten, das voranzutreiben. Aber ja, ich möchte nicht belehrend sein. Trotzdem würde ich euch auch hier einladen, einfach mal kurz in euch zu hören und zu schauen, ob ihr euch selbst auch diese Liebe, die ihr bestimmt irgendjemandem schenken könnt, euch selbst auch täglich ab und zu oder einmal und dann für immer einfach auch geschenkt habt, euch die Freiheit genommen habt, euch auch zu lieben in all euren guten und schlechten Seiten und Zeiten, ganz egal was, wie, wer, wann und wo, einfach lieben. Nehmt euch die Freiheit, wenn euch danach ist. Ich schaue so lange nochmal, was im Chat passiert. Andrea schreibt, schön ist es auch, die Liebe Gottes zu fühlen. Diese wunderbare, bedingungslose Liebe. Liebe, ja. Ja, natürlich. Also ich finde, man merkt auch gerade bei so großen Sachen, wenn man sich jetzt Gottes Liebe mit ihr verbindet und Liebe sendet. Oder beispielsweise, was ich auch wunderschön finde, wenn man sich mit dem Planeten, auf dem wir wandeln dürfen, mit dem Wesen des Planeten sich verbindet und ihm Liebe sendet beispielsweise. Also mir geht es so, ich kriege dann auch direktes Feedback. Also die Liebe, die man sendet, kommt auch in einer, ja, ich denke nicht, dass sie direkt gespiegelt wird, ich denke schon mehr, dass das so wie so eine Art Gespräch ist, dass einfach die Liebe, die man sendet, ankommt, verstanden wird und dementsprechend die Qualität der Liebe von dem man sie gesendet hat, zu einem zurückkommt. Auch was Wunderschönes. Sarah schreibt, ja, ich verstehe dich, bekomme ich dann auch, das ist so schön. Ja. Ja, wunderschön. Ich denke,
Auf dem Weg können wir beispielsweise auch ganz viel für die Erde an sich tun. Ist natürlich jedem klar, der hier jetzt zuschaut, nehme ich zumindest mal an. Ja, sonst gibt es von eurer Seite noch Fragen zum Thema die Freiheit zu lieben. Schreibt niemand was. Mir kam jetzt gerade vielleicht noch ein bisschen einfach über das Lieben an sich zu reden. So, was ist Liebe? Also ich, aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, Liebe wird oft verwechselt mit beispielsweise Begierde oder irgendwas in die Richtung, so dass man ja dieses, es gibt dieses schöne Wort, die bedingungslose Liebe. Klar, würde ich auch so umschreiben, beschreiben. Liebe ist einfach. Also unabhängig von was auch immer, kann ich lieben, sollte Liebe sein. Zumindest nach meinem Verständnis von Liebe. Die Sarah schreibt, du kannst viele lieben. Ja, ich finde es auch. Ich finde es oft schwierig, wenn die Menschen ihre Liebe auf ihren Partner beispielsweise beschränken und die anderen irgendwie nur gern haben. Oder dann gibt es dieses schöne Wort, eine platonische Liebe. Aber naja, ich würde es vielleicht eher andersrum formulieren, so dass ich mein Partner, den ich liebe, beispielsweise auch begehre. Und dann ist dieses Begehren, finde ich, auch wieder weniger schlimm, wenn die Liebe davor erstmal die Ausgangssituation darstellt. Ja. Was gibt's noch zum Thema? Sarah schreibt, ich liebe meinen Freund und alle, denen ich begegne. Ja, wunderschön. Mit den Augen der Liebe schauen. Mit den Augen der Liebe schauen. Okay, ich versuch's mal zu verstehen. Also mir kam jetzt dazu spontan, dass es was damit zu tun hat, dass man, also mir ging es selber auch so, man muss, oder ich muss aufpassen anfangs, dass ich mich nicht selber austrickse oder austricksen lasse von meinem Ego. Dass man hier ist nur rein kopfmäßig, also mit dem Denkrechner, denkt so, ja, im Prinzip liebe ich ja alles und jeden so, aber es geht wirklich darum, jetzt beispielsweise, wie es die Andrea geschrieben hat, über die Augen oder welchen Weg ihr auch immer dafür wählt, wirklich die Liebe auch auszusenden, dass sie auch ankommen kann. Dies einfach bewusst zu tun und nicht nur zu denken, dass man es tut. Andererseits, in dem Moment, wo ihr denkt, dass ihr was tut, tut ihr es auch. Trotzdem aufpassen, dass es nicht zu verkopft bleibt. Ich denke, den Unterschied merkt man schnell, wenn man es einfach mal mit beispielsweise seinem Partner oder einem guten Freund oder wie wir vorhin schon über das Beispiel mit der Erde, mit dem Planeten an sich geredet haben. Ich denke, mit sowas kann man es ganz gut ausprobieren, um einfach mal den Unterschied für sich feststellen zu können. Nur viele, die Sarah schreibt, nur viele verstehen das nicht, dass Liebe sich nicht auf den Partner bezieht. Ja, in der Tat.
Und mit den Ohren schreibt Andrea noch Liebe hören. Und mit dem Herzen sinnbildlich gemeint. Ja, wunderschön. Ja, warum verstehen das viele nicht, dass man sich die Freiheit nicht nehmen kann, zu lieben, wen oder was man will? Vielleicht sogar komplett alles. Ja, ich denke, es kommt von irgendwelchen Programmierungen aus, keine Ahnung, was es dann mit alles Schönes gibt. Also Familie, Freunde, Umfeld, Kirchen, was auch immer. Dass Liebe was ganz Besonderes und Spezielles sein kann und man sich nur einmal in seinem Leben irgendwie so richtig in die Liebe seines Lebens verlieben kann, soll, darf, und dann ist das die einzigste Möglichkeit, wahre Liebe zu erfahren. Nein, so ein Blödsinn. Kann natürlich für manche so sein, die sich das gewünscht haben und so ausgesucht haben, aber selbst die können auch ihr komplettes Umfeld belieben, sich die Freiheit nehmen, es zu lieben. Wer soll einen darin einschränken? Was gibt einem die Berechtigung, den Grund, das überhaupt einzuschränken, seine Liebe? Also ich finde es wunderschön, diese Freiheit genießen zu dürfen, einfach alles zu lieben. Ja? Und auch wenn ich merke, dass die Liebe nicht angenommen werden kann. Es war sehr schön vorhin mit euch zum Anfang. Man hat wirklich, ähnlich wie mit dem Beispiel mit der Erde, habe ich gleich ein Feedback auch wieder zurückbekommen, was für mich auch letztendlich die Bestätigung ist, dass es angenommen werden konnte und wurde, was ich wunderschön finde. Aber selbst bei Leuten oder Dingen, die das nicht so direkt annehmen können, wollen, da höre ich dann auch nicht auf, zu fließen zu lassen oder die zu belieben oder mir diese Freiheit zu nehmen. Nein, dann nehme ich sie mir erst recht. Ja, was gäbe es Besseres zu tun? Sarah schreibt noch, weil sie so eingenäht sind und weil sie so aufgewachsen sind. Weil sie so geprägt und aufgewachsen sind. Das hat aber mit bedingungsloser Liebe nichts zu tun. Ja, passiert mir was richtig Blödes, was mache ich? Mich aufregen in Wut, Hass und irgendwelchen Gezeter zu mich, ja, passt ganz schön, mich zu verfangen und mich in diesen negativen Gedanken und Mustern zu verstricken, mich zu verheddern, mich letztendlich darin gefangen zu halten, oder liebe ich einfach das, was passiert ist, und nehme mir wieder die Freiheit. Also ich entscheide mich für die Freiheit. Ah, weil sie so eingeengt sind und weil sie so aufgewachsen sind. Ja, schon schön. Ich finde, ein Problem, was ich selber auch hatte, immer dieses so, ja, ich weiß ja eigentlich, wie es ist und sein sollte, aber, mich hat das geprägt und das ist nun mal so schön. Kann ich gefangen bleiben oder ich nehme mir die Freiheit und akzeptiere, dass ich das für mich schon verstanden habe. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Ich meine, wer kann mir diese Fesseln anheften, wenn ich selber schon erkannt habe, dass das irgendeine blöde Prägung vom Außen ist, kann ich mir auch einfach die Freiheit nehmen, diese Fesseln zu lösen, in die totale Freiheit gehen, alles zu lieben. So sehe ich das zumindest. Sarah schreibt noch, ich bin immer angeeckt, wenn ich gesagt habe, ich liebe den doch genauso wie dich. Ja, aber wie hat sich's für dich? Ich kann's gut verstehen, aus eigener Erfahrung aus. Es ist durchaus manchmal schwierig fürs Außen oder für das Gegenüber von einem damit umzugehen. Viel interessanter finde ich's,
bei dieser Thematik zu schauen, was in einem selber passiert. Ich meine, man versucht ja dann in so Momenten, also so war es bei mir auch oft, einfach dem Außen recht zu machen. Letztendlich ist das eh unmöglich, also versuche ich einfach mir treu zu bleiben und tue das, was ich für richtig halte und nehme meine Freiheit. Ja. Sarah schreibt noch, es war schwierig für mich, das meinem Gegenüber zu erklären. Ja, also mir kam gerade so, wenn jemand nach Erklärungen bittet, sucht und fragt, dann ist ja schon mal ganz viel passiert vielleicht. Ja, ich glaube, ich bin schon über der Zeit. Ich danke euch natürlich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Schreiben im Chat, fürs Feedback, fürs Dabeisein und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und verabschiede mich jetzt. Oder habe ich noch ein bisschen? Ich danke euch auch, war wunderschön mit euch. Gut. Nutze ich die verbleibenden Sekunden einfach und verbinde mich nochmal mit euch.